Ich bin so stolz auf uns und wie wir Prosperity verteidigt haben. Ja, und nur? Ich will nicht wissen, wie lange der Kerl auf Drogen war. Locker gefühlt 4 Tage. Karte. Jetzt müssen wir wieder da hoch. Da hatten wir doch gerade. Anfang. Bin ich aber neugierig, jetzt gehen wir hier noch mal rein. Das ist alles ganz normal, ne? Ich habe was übersehen. Das Wort. Haben wir unsere Hände für Gutes genutzt? Den Frieden ausgestreckt? Haben wir Hunger, Armut, Krankheit ein Ende gesetzt? Nein, wir haben diese erlesenen Geschenke nur für Banalitäten eingesetzt. Unser kurzes Leben zieht vorüber, bar jeder Bedeutung. Schlimmer noch, wir besudeln diese Gaben und ballen sie zu Fäusten. Wir führen Kriege, wenn wir einander umarmen, einander trösten und eine Gesellschaft errichten sollten, jeden Leib und jede Seele nährt. Eine hingekriegselte Notiz. Kann nicht denken. Werde hungrig. Wir müssen bald nach oben. Aber ich habe Angst. Glaube, ich habe das Richtige getan. Will auch jetzt das Richtige tun. Er sagt, er vergibt mir. Aber ich kann das nicht. Weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich verstehe es nicht. Alles, was er mir gibt, ist das Wort. Haben wir vorhin echt 2 Sachen übersehen? So. Licht. Ja, eigentlich. Jetzt ist Stefan mal da. So, dann haben wir da oben noch was. Und da vorne haben wir noch Quest. Oh, was tut denn hier schon wieder? Ah, oh, was haben wir denn hier? 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6. Ja, von 6, 5 von 6. Komm, gib mich 6 von 6. Oh, versteckt er sich? Ich komme vor! Die Invasion haben mehr Leute und Waffen. Aber wir kämpfen niemanden. Das ist entschuldigt. Hey, servus! Ich kannte mal einen, der hier in der Nähe verschwunden ist. Er war besessen davon, in einer Höhle am Fluss zu leben. Ich vermute, der arme Teufel ist tot, aber sein Zeug ist sicher noch da. Wenn du es findest, gehört's dir. Noch eine Schatzsuche, so was ist da hinten los? Irgendwo da drüben schießen sie doch, da. Weit. Ah.
So, komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, der hilft dir nicht, aber ich helfe dir vielleicht. Jemand muss mir helfen. Lass mich nicht bei denen zurück! So, und lass ihn nicht gleich abknallen. Meine Fresse, danke. Rennst du da vorne eigentlich hin? Alter! Oh! Ich brauche Hilfe! Warum genau brauchst du Hilfe? Das wird doch nützlich sein. Zum Distanze pflücken braucht er Hilfe. Hier waren wir vorhin schon. Das schon Schlimmeres erlebt. Wollte ich gerade sagen, schlimmer als ein Atombombendrop, aber den hat sie ja nicht wirklich miterlebt, ne? So. Wir sind jetzt eigentlich, da müssen wir lang. Ja, diese Insel, wir erinnern uns, in Far Cry 5 fing hier alles an und endete auch hier. Die Ebener sind schnell und beweglich und können gut einstecken, als ob sie gedruckt wären oder so. Dum, 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 diddle, hopp. Vermute mal ganz schwer, unser Bötchen wird hier nirgends mehr sein. Na, was haben wir denn hier? Wolf! Angeln der speziellen Art. Tigerfisch-Saison. Ach ja, da drüben haben wir eine Brücke. Ich höre meine Orientierungssinn, ne? Ah, ja, mal Jetski. Nimm dir was mal du kannst und wenn du kannst. Ja, ich nehme erst den Jetski hier und du steigst hinten auf. Hoppi, hoppi und kreischen nicht wieder so ins Ohr, ne? So und go! Nein, da gibt es keinen Ärger, wir ignorieren die jetzt einfach. So, 600 Meter noch.
Dann fahren wir hier wieder schön durch. Dafür muss ich meinem Schatz Engel danken. Und Tigerfisch, Tigerfisch, natürlich. Ist das der natürliche Selektion von Meer auf Land? Nein, von Land auf Meer. Das Land selektiert den, das Meer. Ach, das Boot steht wieder hier. Ja, kann man mal machen, ne? So war das. Ja, dann würde ich... Wollte ich sagen, probieren wir es nochmal, oder? Oh, Scoppy. Hatten wir das nicht heute schon? Feuer, Schwierigkeit 2. Eigentlich wollte ich hier den da markieren. Da kann man schon. Ja, dann folgen wir dem mal. Wie meinst du Firefly, den Typen da oder wie? Die Kirche. Dann wollen wir mal gucken. Anders als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod,
Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Neuer Charakter entdeckt, Ethan. Diese Sünder setzen ihre Seele aufs Spiel mit jedem Auto, das sie fahren und jedem Schuss, den sie abfeuern. Ob du das Geschenk verdient hast? Joseph verkündete wieder eine Prophezeiung, bevor er nach Norden ging. Da er auch beim Kollaps recht hatte, achten wir jetzt natürlich auf Zeichen. Direkt nach dem Kollaps war es nachts viel kälter. Dank Gottes Gnade ist uns jetzt wieder warm. Mein Beileid dafür, dass dein Zuhause zerstört wurde. Ich erkenne das Zeichen an dir. Schaut mal kurz weg. Danke. Nicht mal da rein. Du wurdest gezeichnet. Will er nur lesen? Notiz von New Eden. Ethan, die neuen Auserwählten kommen gut mit den Pumas klar. Es ist schön, sie so gut aufwachsen zu sehen. Obwohl die Kinder als auch die Pumas. Sowohl die Kinder als auch die Pumas. Im letzten Monat gab es nur 4 kleine Fleischwunden. Das ist ein großer Fortschritt. Bald schon können wir ihnen Namen geben und sie auf ihre erste Patrouille schicken. Weine Gruppe. Die Flamme muss neu entfacht werden. Ach, ihr wollt eine neue Bombe oder was? Ich erkenne das Zeichen an dir. Ja, ist ja schon gut. Du musst unser heiliges Land zurückerobern. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Der Kollaps gab die Sterne zurück. Oh, mein Scheißhacken schon wieder, ey. Okay, dann machen wir mal so ein bisschen Story. Nee, die kennen die Weisheit bereits. Never bomb a country twice, so wie andere Nationen. Tja. Ach, da drüben geht's raus. Geh jetzt mal nicht ewig auf die Suche. Hoppala. Aber hier gucken wir nochmal rein. Geben ja wirklich erst mal, wie soll man sagen, am unteren Minimum, ja? Notiz von New Eden. Ein Priester bat mich, Ethan bei einer heiligen Aufgabe zu helfen. Natürlich sagte ich ja. Er führte mich und einige Brüder und Schwestern zur Grenze im Norden. Der Vater hat gesagt, wir sollen nicht dorthin und Gott schützt das Land mit einem Nebel. Der Geist und Körper verletzt. Fürchtete mich. Einige bekamen ein Getränk und Fackeln und sollten das Land betreten. Er hielt weder Getränk noch Fackel und bald schon wurde ich schwach und musste weggetragen werden. Fühlte mich krank und hatte seltsame Träume. Ich darf es niemandem erzählen, weil der Priester sagte, es sei eine heilige Aufgabe. Deshalb schreibe ich es auf, falls mir etwas passiert. Fürchte mich. Oh. Aber unterm Strich, sie haben halt... Sie haben sich das neu aufgebaut hier. Haben sie recht schick. Also gut, mir würde halt Strom und WLAN fehlen, aber ansonsten ist das hier recht schick. Und vor allem, sie haben danach die Einwohner in Ruhe gelassen. Ja. Also sie hatten mehr oder minder das, was sie wollten.
Oder dachten, dass sie wollten, oder auf was sie warteten. Jo. Ah, wir werden nur so rausgeschmissen. Bewaffnet und bereit, los geht's. Wo müssen wir denn jetzt hin? Der Norden ist oben, warum muss ich dann in den Süden? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Egal. Auto haben sie uns auch geklaut. Ah. Okay, wir klauen wir das Auto. So. Also, habe ich dich überhaupt dabei? Aber la. Hopp, 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 hopp hier, Mädel. Alles klar, gehen wir. Und wir haben hier mal keine Knarre oben drauf, das heißt, die kann nicht so laut brüllen, ne? Wollte gerade schon sagen, laufen hält fit. So, so, Scorpi. Da muss ich bei dir mal sagen, ne? Was, Fun Fact, als wir noch nichts von ihnen wussten, haben die auch nicht wieder angefangen, irgendwelche Leute zu überzeugen oder wild um sich rumzuballern, was sich nicht bewegte. Genau. Der war da einfach so ihr Minderbim, hier, also so dieses Minder... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dieses Mindeste halt, ne? So Leben am Minimum. Ohne großen Fortschritt und so, und das haben die halt durchgezogen. Gibt tatsächlich heute auch welche, die das machen. Versteht zwar nicht warum, aber... Ich meine, jeder hat so seine Überzeugung, ne? Lalalalalala. Ey, dass das Auto das aushält? Auto waschen dürfen wir nicht, sonst fährt es komplett auseinander. Aber so allmählich bin ich auch gespannt, wie wenn das dort ist. Oh, was wollen die denn? Nein, geht weg, geht weg, geht weg. Bobby läuft immer, soll ich das glauben? Ich laufe tatsächlich auch meistens. Oder vor Bus. Gut, dann glaube ich dir das mal. Lalalalalala. Boah, er lebt noch. Alter, really jetzt? Also, für die Akten, ich hab dir geholfen, ja? Fahr mal weiter. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Nein, du musst nur mir danken. Ja, springen wir halt vors Auto, du geisteskranker Idiot, du geisteskranker. Drücken, ey. Ist ja schlimm. Naja, Frieden und so Peace, nur eben halt den Privatkrieg gegen die Highwaymen oder wie auch immer die Verrückten hießen. Highwaymen, ja. Nein, 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 nein. Die sind... Die Straßen hier, ne? Echt furchtbar. Ach du? Alla, da war ein Baumstumpf. Rum, 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 rum. Thank you.
jetzt. Wir müssen da auch. Brumm, brumm. Und der Norden hat noch nichts zu tun. Du sollst nur wie ein Bekloppter irgendwas abfackeln. Ja, ja. Aber es ist doch im Norden. Was? So, nee, nee, der Norden war der Brief. Echt jetzt? Okay, bringe ich schon wieder Sachen durcheinander. Das kann ich auch recht gut. Hältst du mal meinen Rücken frei? Ich glaube, da ist eine Mitte-Tatze. Hat sich gerade so angehört. Hat sich wirklich so angehört, wie so eine kleine raubige Mietekatze. Dachte schon, es hört aus. Unsere Peppes hört sich etwa so ähnlich an, wenn sie vom Papa bestiegen wird. Das ist La Puma und La Mietekatze. Du Mädel, trab mal an, wir verschwinden hier. Komm, put, 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 put. Cool, ich folge dir. Jetzt, wenn ich gewusst hätte, dann wären wir noch mit dem Auto weitergefahren. Gucken, geht hier hoch. Ey, war da oben nicht die Statue? War das hier? Wo die Leute dann wie bekloppt runtergesprungen sind mit Prüfungen und bla bla bla. Wo es unten immer so einen schönen Fettfleck gab. Ich glaube, das war nicht hier, oder? Wir müssen warten auf die Auserwählten. Kümmere dich um deine Mission, Sünder. Wir müssen uns vorbereiten.